Und damit herzlich willkommen zu einem Let's Play von Prison Architect. Ja, wir haben es geschafft, wir sind im Knast. Allerdings auf der guten Seite, denn wir sind nicht Gefangener, sondern, ja, wir müssen einen Knast quasi selber aufbauen. Also, wir dürfen uns hier schön ausleben. Wir spielen erstmal die Kampagne. Die Kampagne besteht aus 5 einzelnen Missionen und wir beginnen einfach mal damit, dass wir uns mal anhören, was unser Geschäftsführer sagt. Ein schwerer Weg. In diesem Gefängnis befindet sich ein Häftling, der eines Doppelmordes schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt wurde. Und da kommen wir ins Spiel. Wir haben den Auftrag erhalten, eine Hinrichtungskammer zu bauen, die rechtzeitig für den großen Tag dieses Kerls fertig werden muss. Hier soll die neue Anlage gebaut werden. Wie bei jedem Projekt müssen wir zuerst das Gebäude bauen, mit ausreichend Platz für einen Hinrichtungsraum und eine Verwahrungszelle. Legen wir los. Bauen Sie hier ein neues Gebäude. Wir brauchen auch einen Eingang für die neue Hinrichtungsanlage. Bauen Sie eine große Gefängnistür in die Südwand ein. Das ist also unsere kleine erste Aufgabe mit dem Tutorial. Wir bauen natürlich erstmal ein Fundament, auf das wir dann unser Gebäude bauen. Ja, wir bauen einfach mal ein gemauertes Gebäude. So, unsere Arbeiter müssten hoffentlich jetzt irgendwann kommen. Rauszoomen bitte. Rauszoomen. Danke. Okay. Weiterer Anruf. Ihre Arbeiter sind für den Bau von Gebäuden zuständig. Sie holen Stahl und Beton aus diesem Lagerraum und bringen ihn zur Baustelle. Mit diesen Rohmaterialien bauen Sie das Fundament und das Rahmenwerk Ihres neuen Gebäudes. Dieser Bauabschnitt dauert am längsten, deshalb sollten Sie beim Bau von neuen Anlagen vorausplanen. Sehen Sie sich einmal um, während wir warten. Mit WASD und dem Pfeiltasten können Sie sich herumbewegen und mit dem Rausrad herein und herauszoomen. Gut, gucken wir uns mal an, was denn schon alles in diesem Gefängnis steht. Hier oben haben wir eine Gefängniszelle, beziehungsweise ein Gefängniskomplex. Mit Küche, mit Dusche. Hier oben sind unsere Angestellten, das ist unser Direktor, den wir eingestellt haben. Die Kantine, unser Versorgungsraum. Allerdings wundert es mich, dass wir hier nichts, keine Wasserversorgung da drin haben. Wo ist denn die Wasserversorgung? Nirgendwo. Okay. Na gut, Duschen haben wir, die funktionieren anscheinend auch ohne Wasserversorgung. Weiter geht's. So, unsere Aufgaben links oben. Bauen Sie ein Gebäude für die Hinrichtungsanlage, bauen, ja, eine große Tür. Also, Fundament ist gebaut. Die Wände sind auch damit gleichzeitig gebaut. Und wir bauen noch eine große Eingangstür. Die soll hier hin. Dann hoffen wir mal, dass ein fleißiger Arbeiter, jawohl, uns das Ding da gleich einbaut. Und auch der Hof ist auch noch ganz schön spärlich. 2 Bänke oder 3 Bänke, 4 Bänke, 2 Tische. Ein paar Telefonzellen und ein Haufen von Wachen. Naja. Gut. Und damit steht das Gebäude. Und wir haben erstmal die erste Aufgabe vom Geschäftsführer erledigt. In dem Gebäude brauche ich eine Zelle und einen Hinrichtungsraum. Teilen Sie den verfügbaren Platz auf, indem Sie Ziegelwände bauen. Ja, wir können natürlich auch selber noch ein paar Mauern hier ziehen. Und auch hier müssen wir noch was hinbauen. Ja, hier ist die Übersetzung noch nicht ganz gelungen. Also hier steht noch Brick Wall. Da hat man das Wort Ziegelwand noch nicht gewusst. Oh, hier hätte es wahrscheinlich auch nicht hingepasst, Ziegelwand. So, hier sieht man, wer uns das Ganze bringt. Wir haben ein bisschen länger drauf gedrückt lassen. Okay. So, Bossel ist jetzt alleine. Wir können auch mal die Tür offen lassen. Dann geht's ein bisschen schneller. So, bauen Sie Innenwände, Innenwände, Innenwände. Nummer 2. Und der Rest sollte hoffentlich jetzt gleich abgeschlossen werden. Lass mal die Tür offen. Ach, Tür entriegelt lassen. So rum. Gut. Muss ja erstmal wieder selber reinkommen. Schon ein bisschen länger her, dass ich Prison Architect mal selber gespielt habe. Aber unsere fleißigen Bienchen haben es geschafft. So.
Jetzt setzen Sie große Gefängnistüren in die Trennwände ein. Sie können ein Objekt drehen, bevor Sie es platzieren, indem Sie entweder die mittlere Maustaste oder R drücken. Eine große Gefängnistür. Eine hierhin, die andere hierhin. Und dann hoffentlich haben wir noch ein paar im Lagerhaus. Die enthält ein Bett, ein Gitter, Lampen, Bücherregal, Mülleimer, Serviertisch, Baum, noch eine Lampe. Ist auch aufgeteilt in zwei Lagerräume. Könnte man auch zu einem zusammenfügen. Aber okay, ist eigentlich mein Gefängnis. Ich bin ja nur für die Hinrichtungskammer hier verantwortlich bis jetzt. Wahrscheinlich dann im nächsten Kapitel werden wir in unser eigenes Gefängnis aufbauen. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir dem vorhandenen Platz Räume zuweisen. Weisen Sie dem kleineren Bereich eine Zelle zu, in der der Verurteilte wohnen wird. Dann weisen Sie dem größeren Bereich den Hinrichtungsraum zu. Zu finden unter Räume, Hinrichtungsraum. Und einmal den Bereich markieren. Und dann haben wir hier noch eine Zelle. Hätten wir auch das. Für die neuen Räume müssen Voraussetzungen erfüllt werden, bevor sie in Betrieb genommen werden können. Die Zelle braucht ein Bett und eine Toilette. Der Hinrichtungsraum braucht einen elektrischen Stuhl. Okay, wenn wir länger auf den Raum die linke Maustaste lassen, sehen wir auch, was noch benötigt wird. Also eine Maximalgröße brauchen wir. Ja, umschlossen, Innenbereich, also draußen können wir das nicht machen, eine Zelle. Und Bett und Toilette brauchen wir dafür. Ein Bett, eine Toilette, drehen wir die noch, nicht dass er quasi in die Wand guckt beim Kacken. Und den elektrischen Stuhl. Gut, kann man das Ganze auch beschleunigen? Geht auch. So. Ja, um Geld müssen wir uns hier keine Gedanken machen. $610.000, wow, Respekt. Na, vor allem nach Tag 17. Ganz dicker Respekt. So, jetzt können wir die Tür auch wieder entriegeln. Und weiter geht's. Der nächste Anruf. So, das Nötigste haben wir erledigt, aber Sie könnten noch ein paar Verbesserungen vornehmen. Das bleibt allerdings Ihnen überlassen. Sie werden nicht zwingend benötigt. Alles hängt davon ab, wie sehr Ihnen Ihre Häftlinge und deren Umgebung am Herzen liegen. Die Zelle könnte mit einem Außenfenster und einem kleinen Bücherregal aufgewertet werden. Und außerdem würde die Anlage mit einem hochwertigeren Bodenbelag schöner aussehen. Wie wäre es mit Parkett oder Mosaikfliesen? Im Außenbereich könnten Sie Beleuchtung anbringen und einen gepflasterten Weg bauen, wenn Sie möchten. Und da ist der Gefangene, der hingerichtet werden muss. Das ist der Mann, Edward Romsey, ehemaliger Lehrer, kaum zu glauben. Es liegt nicht an uns zu entscheiden, ob er diese Strafe tatsächlich verdient hat. Das Gesetz hat diese Entscheidung gefällt. Unsere Aufgabe ist einzig und allein, unsere Arbeit zu erledigen. Wenn Sie zufrieden sind, ist die Anlage einsatzbereit und Sie können den Häftling in seine neue Zelle überführen. Klicken Sie einfach auf ein Polaroid in seiner Zelle an, um mit der Überführung zu beginnen. Das ist das Polaroid. Aber wir statten die Zelle oder den Hinrichtungsraum nochmal ein bisschen besser aus. Ist zwar alles nur optional, aber wir machen es trotzdem. Gehwegplatten. Da können wir einen kleinen Gehweg zur Hinrichtungszelle bauen. Machen wir mal hier. Dann könnten wir noch Lampen anbringen. So, jetzt hat sie es neu geladen. Machen wir hier, genau neben der Eingang. Ein Bücherregal für die letzten Minuten und ein kleines Fenster. Okay, dann mal wieder kurz beschleunigen. Und warten, bis unsere Arbeiter hier alles angebracht haben. Den Hinrichtungsraum. Könnten wir auch nochmal mit besseren Fliesen ausstatten. So, zack, Mosaikfliesen. Bauen Sie einen Weg zur neuen Anlage. 93%. Okay. Reicht das dann aus? Ja. So, alle optionalen Missionen auch erledigt. Dann können wir uns doch mal angucken, was passiert. Eingehender Anruf vom Sicherheitschef. So, da bringen wir ihn raus, beziehungsweise wird er rausgebracht.
weinen Sie diesem Kerl keine Träne nach. Er ist ein eiskalter Mörder und voll schuldfähig. Er hat sogar gestanden. Möchten Sie seine Version vom Tathergang mal hören? Ziemlich heftiges Zeug. Es war etwa 23 Uhr. Die Straßenlaternen waren schon an. Ich wusste, dass sie zu Hause war. Ja, kommt er anscheinend nach Hause? Oho. Das ist bestimmt nicht der Sohn. Ich wusste doch, dass ich euch beide hier erwische. Edward, ich... Nicht. Tu das nicht. Was hast du vor? Okay. Das ist mal Selbstjustiz. Okay. Eindeutiger Fall, wenn Sie mich fragen. Verdient jedes Volt, das er bekommt. Jeder Mensch verdient Vergebung, auch er. Sind Sie sich Ihrer selbst so sicher, dass Sie solch ein endgültiges Urteil vollstrecken können? Seine Frau mit einem anderen Mann zu erwischen, ist keine Entschuldigung für das, was er getan hat. Und er hatte eine geladene Waffe dabei, weil er wusste, dass er die beiden zusammen vorfinden würde. Das ist gleich doppelter geplanter Mord. Er hat nach bestem Wissen und Gewissen Behörden kooperiert. Dieser Staat statuiert ein Exempel an ihn. Hätte er sein Verbrechen 100 Meilen weiter nördlich begangen, hätte er eine lebenslange Haftstrafe vor sich. Sollte das etwa Gerechtigkeit sein? Möchten Sie einen Kerl wie den etwa auf freiem Fuß sehen? Ich schlafe besser, wenn ich weiß, dass er tot ist. Ja, da kann man sich streiten. Todesstrafe wirklich das beste Mittel ist. Gute Arbeit bis jetzt. Es gibt da allerdings ein Problem. Der Hinrichtungsraum funktioniert noch nicht richtig, weil er keinen Stromanschluss hat. Wir müssen ihn an die Stromversorgung anschließen. Hier sehen wir also die Stromversorgung. Im Moment haben wir das Gefängnis in der Versorgungsansicht geöffnet, in der wir die gesamte Verkabelung angezeigt bekommen. Jedes Gefängnisgebäude ist über diese dicken unterirdischen Stromkabel an das Stromnetz angeschlossen. Der Strom stammt aus dieser Transformatorenstation, die ihren Strom aus dem nationalen Netzwerk bezieht. Da fehlt auch noch ein Strom. Wie Sie sehen, ist dieser gesamte Zellentrakt ohne Strom. Alle Lampen sind aus. Um das Problem zu beheben, müssen wir zuerst in den Versorgungsmodus wechseln, damit wir sehen können, warum diese Lampen keinen Strom bekommen. Ja, weil die Stromleitungen einfach nicht bis dahin gebaut wurden. Die nächsten Stromkabel sind zu weit weg. Unsere Ingenieure können diesen Bereich nicht verkabeln. Bauen Sie Stromkabel in der Nähe, um diesen Gefängnistrakt anzuschließen. Fusch am Bau, sage ich da. Okay, ziehen wir mal das Ganze bis hier runter. Und bringen dem Zellentrakt dann nur noch ein bisschen Strom. Wo kommt der? Da kommt sie. Upsala. Ja, mein Mausrad spinnt ein bisschen. Und zwar sehr doll. So, jetzt ist er mit Strom versorgt, der Zellenbereich. Kommen wir wieder zurück. Nicht nur die Lampen brauchen Strom, ihr neuer elektrischer Stuhl auch. Schließen Sie über das Stromkabel die Hinrichtungsanlage an das Stromnetz an. Der elektrische Stuhl ist ein besonderes elektrisches Objekt. Er benötigt eine eigene Stromzufuhr. Sie müssen ihn direkt an das Hauptkabel anschließen. Ja, sieht man hier, alles was so ein Objekt hat, muss quasi genau an die Stromleitung angeschlossen werden. Gibt auch noch in der Küche gibt's relativ viel, da muss auch alles direkt an das Hauptstromkabel angeschlossen werden. Aber kriegen wir natürlich hin. So, dann bauen wir es einfach mal hier so durch.
denke mal, das müsste dann auch reichen. Für die Zelle oder für die Lampe, die in der Zelle ist. So, der Gefangene ist auf jeden Fall schon mal in seiner Zelle mit dem Priester zusammen. Oder mit dem Pfarrer. Wir bauen hier noch die letzten Stromkabel. Da oben noch die beiden. Und jetzt dürfte auch alles versorgt sein, genau. Wir sind fast fertig, glaube ich. Wir sollten den neuen Hinrichtungsraum auch zumindest einmal testen, bevor wir ihn in Betrieb nehmen. Ich werde den Strom für ein paar Sekunden einschalten, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. So. Ist irgendwie gerade bei Maximum. Ja. Das hat nicht geklappt. Wir haben zu viel Strom gezogen und uns ist eine Sicherung im Elektrizitätswerk rausgeflogen. Das ganze Gefängnis liegt im Dunkeln. Wir brauchen mehr Saft, um die Spannungsspitze regulieren zu können, die der elektrische Stuhl erzeugt. First, ja, okay. We need to turn the power back on. Dazu müssen wir den Strom wieder einschalten. Dazu sind zwei Schritte nötig. Schalten Sie das Elektrizitätswerk wieder ein, indem Sie es anklicken und im angezeigten Menü Einschalten auswählen. Bauen Sie dann drei zusätzliche Kondensatoren, damit wir über ausreichend Leistungskapazität verfügen, um den elektrischen Stuhl betreiben zu können. Danach testen Sie den elektrischen Stuhl noch einmal, indem Sie ihn im Menü anklicken und Einschalten auswählen. Gut, also noch ein paar zusätzliche Kondensatoren bauen. Dann können wir es aber auch schon mal wieder einschalten, damit der Rest des Gefängnisses schon wieder mit Strom versorgt ist. Okay, dann nur warten, bis unsere Arbeiter die neuen Kondensatoren anbauen. Und dann testen wir einfach mal schon den elektrischen Stuhl, ob es jetzt ausreicht. Einschalten. Elektrischer Stuhl. Einschalten. Okay, scheint geklappt zu haben. Sehr gut, ich glaube, jetzt sind wir fertig. Alles, was jetzt passiert, haben wir nicht mehr in der Hand. Wir haben unsere Aufgaben professionell erledigt und darauf kommt es in unserem Geschäft an. Denken Sie nicht zu viel darüber nach, was jetzt geschieht. Wie kann ich dir helfen, mein Sohn? Suchst du nach Vergebung? Ich weiß nicht. Ich muss irgendwas unternehmen. Ich kann nicht mit meinen Taten weiterleben. Du musst dich stellen, was immer du auch getan hast. Du wirst dafür die Konsequenzen tragen müssen. Du kannst sie erst wieder ins Gesicht sehen, wenn du dich deiner Vergangenheit gestellt hast. Ich will das alles ungeschehen machen. Ich will ihr vergeben. Ich will, dass sie mir vergibt. Gott wird dir vergeben, mein Sohn, was immer du auch getan hast. Du musst ihn nur darum bitten. Aber du musst dich für deine Taten der Gerechtigkeit stellen. Es gibt keinen anderen Weg. Es ist soweit, Edward. Du hast das Richtige getan, auch wenn dir diese Welt nicht vergeben wird. Bald wirst du bei Gott sein und er wird das letzte Urteil über dich sprechen.
Edward Rumsey, Sie wurden des zweifachen Mordes ersten Grades für schuldig befunden. Dafür werden Sie mit dem Tode bestraft. Haben Sie noch ein paar letzte Worte für uns? Susan, es tut mir leid. Da geht er ins Licht.